Luftpferd ist noch was ganz Wichtiges ein. Der Herr Beherrsch, wie er hier war, wollte unbedingt mein Fahrrad haben. Beherrsch, Jung. Mann, ruf mal den anderen drogensüchtigen Penner an, Klaus Dieter Erdmann. Wonach? Allee der Bauschaffenden war das. Wie hieß das nachher, Nadel? Kurt Schumacherling, ruf den Penner mal an, da wäre noch ein Rombohner. Und dann frag ihn mal, er hatte Sportrad mit Gangschaltung. Und dann frag ihn mal, ich war glaube ich über eine Minute schneller zu Hause. Dann haben die Zeit gestoppt, Lennartig. Und ich habe einen Kilometer mehr, Lennartig. Ja. Ruf mal den alten Penner mal an, Bert. Bertschi, das war ein ganz schnelles Rad. Was willst du damit? Also das ist schon ein Ding. Das werden heute ganz anders. Ich war damals so enttäuscht. Der hat doch alles, der Bert, ne? Der wollte mir noch mein Fahrrad klauen. Mehr habe ich doch nicht gekriegt, ne? Das ist das einzige Persönliche, was ich gekriegt habe. Ne? Und das Fahrrad war doch so extrem schmutzig. Ne? Also das war richtig schön eingespielt. So, das nächste, wieder Genossin Henning. Genossin Henning wollte die ganzen Römer von meiner Frau haben. Und alle anderen Gläser, ne, dachte ich. Ja. Die sammelt Gläser und Römer. Hätten wir bloß sagen müssen, oh Bertschi, na klar, ja, darf ich den Fahrradrahmen noch vergolden? Ne? Oder Henning, ja natürlich, und die Gläser transportieren mit einer goldenen Kutsche? Ja. Soll ich kutschieren? Ja, kann man sagen. Ach so, kann ich sagen, Superlative, zweite Klasse bereits? Nee, Moment mal. 6 Jahre. Mit 6 Jahren habe ich kutschiert. Auf dem Kutschbock. Aber nicht alleine. Von Neusteinfeld nach Neufiesdorf so wieder mal. Wollte ich auch nochmal nebenbei sagen. Nicht, dass ich denke, ich kann nicht kutschieren. Natürlich saß ein Erwachsener daneben. Mit 6 ist man noch ein bisschen sehr klein, ne? So, das wollte ich auch mal nebenbei sagen. So, das nächste, es gibt hier weitere Probleme. Und zwar begast man uns weiter hemmungslos. Sie haben es ja gehört. Und keiner hält es für nötig, was zu machen. Wir bekommen absichtlich kein Geld. Das hat man sich ganz genau überlegt. Eine bestimmte Nichtigkeit wird man denn. Irgendwelche Ausrede wird man finden. Ohne irgendwie hier Vorinformationen. Man wusste von Anfang an, dass wir keinen Postfach kriegen. Und alle seit vor. Ja, seit 2004 labern sie so rum, ne? Mit Postfach. Aber alle, wo wir waren. Jeder wusste vorher Bescheid, jedem mussten wir das für seinen dummen Kopf erzählen. Obwohl das total nebensächlich ist, wenn wir da waren, dann habe ich. Jeder weiß, keine Post, dann kriegt man keine Post. Das braucht man keinen erzählen. Das braucht man nicht für die Arbeit oder für die Durchführung, oder nach ich? Siehst du das auch? Das geht hier wieder los, es riecht wieder ganz stark nach Diesel oder so. Ne? Ja, genau. Aber richtig den Kraftstoff, ne? nicht Auspuff. Also wird man das so wieder irgendwo unter unsere Fenster gekippt haben oder innen auf dem Boot. So, das ist ja noch nicht alles. Sie denken, es ist alles. Kann man natürlich auch unsere Wohnung einfach ausgekippt haben, ne, Nadine? Sie denken, das ist alles. Nein. Wir müssen dann auch mehr drauf kommen, da kommen wir noch nicht drauf. So, man hat jetzt ganz genau abgewartet, bis sie merken, oh, jetzt sind sie endlich wieder schön betäubt. Jetzt unternimmt man irgendwas. Wir kriegen kein Anwaltsbüro zur Verfügung gestellt, das sich um unsere Belange kümmert. Also sind wir hier rechtlich nirgendwo vertreten. So, wir fühlen uns dazu rechtsunkundig. Das ist auch Immobilien, das braucht keiner für mich machen. Das könnte ich alleine vor Gericht machen, ne? Das ist eine bodenlose Fläche. Natürlich haben wir jetzt auch was vergessen. Alle Anwaltsbüros haben hier von Anfang an gegen uns gearbeitet. Da sind Gelder geflossen. Die Stadt wusste es und hat zu laufen lassen. So, jetzt haben wir die letzten 3 Monate, waren wir ein bisschen zu schnell. Oder? Da waren wir einfach ganz ein wenig zu schnell. Das wollte man uns ungefähr vor 2 Monaten und 10 Tagen
Zeitlich. Oh nein, 220 glaube ich schon. Ne? Das ist schon der 200. Ja. Ja. Könnte sein, schauen Sie mal selbst nach, ne? Also, wo der mich dann noch verhauen würde. Das müssen Sie sich mal überlegen, diese Demütigung. Der schafft es nicht, mich zu überfahren, der muss ich vor so einem People weglaufen. Den stellen Sie extra hin, damit er sich da angesprochen fühlt. So, und egal, was dieser Blödmann erzählt, der war doch aus dem Auto draußen, Leute. Na, was macht er denn aus dem Auto raus? Ne? Er hat doch danach auch im Auto gesessen und von da gefilmt, ne? Darf er denn nicht aussteigen müssen? Na, ein Glück, dass ich es noch habe, ne? Ein Glück, dass ich es noch habe. Ja, ich war nicht schnell genug, ich glaube, das war dann der zweite. Das war nicht meins. Ich weiß es nicht genau. Und hier, und dass es geplant ist, hier, dass der lädt, ist schon alles vorbei. Wer das denn da ist, ne? Ja, aber das wollen wir nochmal alles genau sagen. Und keiner braucht sich hier Sorgen machen. Es geht nur darum, alle wissen, dass wir begabt werden und das einatmen müssen und freuen sich schön, dass wir weitere Hirnschäden haben. Es gab hier allerhöchste Anweisungen, alles zu unterdrücken, was um Terror war und irgendwas anderes. Weil sonst wäre die Welt aufmerksam geworden und hätte gemerkt, was hier in der Gerichte los ist überall. Es gibt hier kein Recht. 23 Jahre haben wir hier kein Recht gekriegt. Und nun will man das ganz toll feiern, wenn wir ein bisschen über 600 Euro kriegen. Man hat hier keinerlei Vorstellung. Keiner kann sich überhaupt 1 Milliarde Euro vorstellen. Geschweige denn 1000 Milliarden Euro. Genau. Obwohl man das vorher genau wusste, obwohl man immer an der Bücherborde vorbeiging. Damals hatten wir noch mehr Bücher hier überall stehen, ne, David? Ja. Jetzt haben wir jetzt die Computerbücher und so alles stehen. Hat man das einfach ignoriert und hat sich das nicht einmal angeguckt, hat sich gedacht, ups, was ist denn da los, ne, David? Das verstehe ich doch gar nicht. Was versuche ich mich überhaupt mit dem zu unterhalten? Was maße ich mich an, mich mit dem zu unterhalten? Ich bringe Ihnen doch auch keine Entscheidung auf oder irgendwas. Genau. Was maßen Sie sich an, uns irgendwas aufzubringen hier? Irgendeine Entscheidung oder irgendwas? Oder vielleicht noch eine Wohnung oder so? Was maßen Sie sich an, uns seit 2004 vollzulabern, wir sollen Postfach legen, dass ich immer gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich kann nicht mehr so gut gehen. Ich möchte meinen Briefkasten hier unten haben. Einfach nur meinen Briefkasten und den benutzen. Oder nicht? Ja. Na, nur darum ging's. Das wollte ich eindeutig sagen. Was maßen Sie sich da an, uns zu zwingen, ein Postfach zu nehmen? So, nun mussten wir aufgeben, weil hier lief ja gar nichts. Ne? Dann Klopf, dann Wildbach, dann alles andere. Mussten wir hier total aufgeben, haben gesagt, ist egal. Nehmen wir ein Postfach, vielleicht können wir uns dann irgendwann wenigstens mal die FAZ leisten. Ne? Mhm. Weil die brauchen wir bis für die jährlich bezahlen, dann können wir sich die wenigstens leisten. So, weil die passt hier nirgendwo rein, ne? Also. Und alles andere. Aber ist egal. Jedenfalls, dann dreht man das hier einfach um. Jetzt kriegen wir kein Postfach. Jetzt stehen wir wieder so da wie die Gelackmeierten. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Alles ging in unser Postfach, solange wir es hatten in Boston. Ingrid Geisler hatte auch ein Postfach, da mussten wir uns immer darum kümmern. Aber Ingrid konnte man nicht so. Ingrid war immer drogenfaul, ne? Dann kamen wir an, könnt ihr nochmal schnell zu meinem Postfach fahren, es ist so weit. Ja, wie weit ist weg? 200 Meter. Also keine 200 Meter. Ja, so, und da war es genauso. Und hier verdreht man jetzt wieder alles. Man hört hier schön auf. Man hört hier einfach schön auf. So, das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Wir mussten unseren Freund, also unsere Freundin, ne, anbetteln, dass wir Essen bekommen, dass er uns Essen kauft. Er hat uns für 49 Euro Essen gekauft. Das muss man sich mal überlegen. So, und er arbeitet die ganze Woche, um seine Familie durchzubringen. Und hat nicht das Lachen. So, und er sagt mir noch nicht alles. Also ich denke mir, da sind aber Behörden mit weit, die schon schön betrügen wollen. Und ich sag noch mal, was war das Gesundheitsamt oder so, ne? Die Damen oder irgendwas? Ordnungsamt? Die haben da doof getan. So, und man hat ihn einfach betrogen. Er hatte nicht das Wissen, man hatte ganz genau gesehen, was los ist. Und man hat ihn absichtlich betrogen.
Also durch mich hat er mindestens 1000 Euro gespart, ne? Damals. Sie wollten ihm voll eine Reparatur aufdrängen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Diese ganze Kraft hier, und hier entgeht mir keiner. Wir atmen das ein, wir haben hier einen Lärmterror, den kann man sich nicht vorstellen. Wir haben hier ein Polizeirevier 4, was total dumm tat die ganzen Jahre. Immer nur extrem dumm tat, ne, Norris? Es ist unglaublich. Ja, nee, Hunde geht's besser. So, und dann diese totale Initiierung am 2.4.2012. Wo diese ganzen Fenner zugucken, wie ich mich hier an der Tür übergeben durfte. So, wo sie sich dann auch ihr Ding schon hat. Mann. So, sie sind hier alle dran. Sie brauchen hier nichts sagen. Oh, und ich wollte nicht, aber ich habe nicht gewusst. Sie hätten nur ganz normal ihren Dienstweg einhalten müssen. Nichts anderes. Es ist unglaublich, was passiert wäre, wenn du dich so verhalten hätten, Leute. So, und jetzt komme ich natürlich aus dem Graus. Jetzt ist doch alles raus. Es ist doch vorbei, oder nicht? So, und ich will hier alle haben. Und das möchte ich doch nochmal eindeutig sagen, das sollte man nochmal jeder verstehen. Sie waren dann durch hiermit. Und dann nicht nur die Polizei, beim Auftrag auch von diesem Bouffier oder so. Ich möchte mich entschuldigen, dass der Name nicht richtig ausspricht. So was macht man eigentlich. Tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Weil ich ein Bouffier, wenn er so heißt. Jedenfalls, haben denn sofort für Nachschlag gesorgt, über das Vormundschaftsgericht. Da hätten wir sofort eine Wohnung gekriegt, auch größer. So, dann tanzt die Harte weg und reagierte sich an unsere Tür. Das verbiete ich mir absolut. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Keiner kommt in unsere Wohnung rein. Wir kommunizieren nicht so, nur schriftlich. Hier will man wieder im Hintenrum irgendwas durchdrücken. Oder so. Nichts anderes. Man betäubt uns immer weiter und nötigt uns vom Sozialgericht. Und die kommen uns in aller Ruhe dumm, diese beiden Sportfreunde. Müssen sich mal angucken, diese beiden. Ne? Der eine sieht so aus wie der andere. Totale Hampelmänner und schreien darum, kriegen wirklich ihren dummen Kopf auf und fangen an zu schreien. So, wir kommen nicht weg, Mann. Wir müssen ja was abgeben. Weil sonst gehen wir raus. Normalerweise würde ich sagen, sie schreien, zack, zack, gleich bei Polizei da, ist gleich da. Und sofort gibt's die Arbeitung. Mann, das ist doch schon Kollegenhilfe. Kann ich nicht machen. Hochkriminell hier die Polizei. Hochkriminell. Fängt an, denkt, sie können denken. Was habe ich denen das erzählt? Ich neu anfangen musste, diesen Neuanfang gekriegt habe. Was habe ich da gemeldet? Da habe ich gesagt, seien Sie vorsichtig, das geht jetzt ganz schnell mit uns ganz, ganz weit nach oben. Aber wir bleiben ganz normal auf dem Teppich. Alles, was Sie da erleben, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt ein bisschen laufen, alles, aber wir sind ganz anders. Sie brauchen keine Angst vor uns haben. Wir tun keine kleinen was. Wir wissen schon Bescheid. Nein, scheißegal, das fanden Sie noch lustig. Wir müssen doof sein und wir müssen unbedingt ins Vormundschaftsgericht. Doof, denn jetzt ist uns ein Verpass, nichts anderes. Das möchte ich doch nochmal eindeutig für die Welt sagen. Wir wussten vorher nicht, dass wir höchstwahrscheinlich in Psychiatrien waren und wir wussten nicht, dass das Vormundschaftsgericht gegen uns arbeitet. Das wussten wir nicht. So, und hätte ich eine kluge Frau gehabt, die gesagt hat, nun lass uns mal hingehen, weil ich gesagt habe, na, das war doch bestimmt wieder ein Penner, der sich auf ihn reagiert hat an unsere Tür. Das möchte ich auch nochmal sagen. So, jetzt essen wir eine Stunde, zwei Stunden früher. Also jetzt kann auch sein, dass die Penner viel, viel eher kommen, ne? Also nicht gleich gegen 17 Uhr oder so. Man hat unseren ganzen Körperrhythmus umgestellt. Wir sind denen immer zu weit weg und wir kriegen immer totale Schweißausbrüche und Entzüge und alles andere um 17 Uhr, so geht's los. Oder 16 Uhr, deshalb essen wir 15 Uhr. Weil wir auch immer ziemlich früh schlafen gehen. Ich erinnere mal daran, wenn man Diät einhalten will und so, brauchen sie bloß mal nachhören, brauchen sie sich bloß mal anhören. Nun fangen wir schon um 15 Uhr an zu schwitzen. Man ändert das einfach oder leitet uns hier irgendwas ein. Ich bin kein Messgerät. Es ist unglaublich. Ich möchte nochmal der Welt sagen, wir brauchen Asyl. Und nochmal, wenn sie uns hier ermorden oder hinstellen, dass wir doof sind, keine entgeht uns hier. Man macht unsere Wünsche. Sie haben uns weltweit sehr viel zu verdanken.
Das ist doch unglaublich, wie so uns hier einfach im Stich lassen. So ein Welt, passen Sie auf in den USA, die Immobilien von meiner Frau, dass man da nichts klaut. Das ist deins. Ja. Und wenn wir nicht mehr sind, gehört es unseren Kindern. Die sucht man jetzt endlich gefälligst. So Mecklenburg-Vorpommern, tätigen Sie die ersten Überweisungen. Das wird nur dünner. Das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen. Ist das nicht schlimm, wie ich rede? Das lasse ich mir von Ihnen doch einfach nicht gefallen. Was meinen Sie wohl, wer Sie sind? Das gibt hier nur Ärger. Das ist doch schon das Beste. Dieses Gericht, dieses Sozialgericht, legt es einfach an, doof zu tun weiter mit uns. Die haben uns so geschadet, diese Kriminellen da. Sie legen an, doof zu tun. Die schicken zwei Kampfbänder in die Runde. Passiert das nochmal? Das gibt einen Alarm. Das werden wir ausnennen. Ja. Sie helfen. Es ist egal, was Sie entscheiden. Entscheidungen kommen nur noch von uns. Was meinen Sie wohl, wer Sie sind? Das ist vorläufig da, damit wir Geld kriegen, Immobilien und so. Und dann geht es richtig los für ihn. Und ich möchte, dass diese beiden Penner sofort entlassen werden. Genau. Und ich will Entschädigung von diesen Pennern. Was muss man sich von der Seite drum anquatschen lassen in einem Gericht? Wo leben wir denn hier, ne Nazi? Sie wissen ganz genau, wer wir waren. Sie wissen ganz genau, Sie sind nur ein Husten. Trotzdem quietschen Sie wieder auf, Nazi. Hochkriminell. Sahen beide total drogensüchtig aus. Der eine sowieso, den anderen konnte nicht richtig sehen, aber schon die Mundpartie und so. Voll schön drogensüchtig und schreit rum. Und deshalb, wir kommen erst nicht drauf. Das mussten wir jetzt mal hier in Ruhe auswerten, weil das interessiert uns an dem Tag nicht. Wir hatten hier schon was Wichtiges zu erledigen. Ja. Wir kommen nicht drauf. Sie haben nicht miteinander geschrien. Diese beiden Idioten haben uns angeschrien. Und wir müssen denn auch zuhören. Wir müssen ja gefährlich zuhören, wenn einer schreit. Na, wenn einer schreit, dann ist bei mir gleich Durchgang. Das interessiert mich nicht. Dazu ist er einfach viel zu unwichtig. Geistige Nullen machen uns hier verdammt. Penner machen uns zu Pinnern und geistige Nullen machen uns hier einfach verdammt. So stört es mich. Das stört nur, wenn das ganz plötzlich kommt. Dann stört das. Ja, natürlich. Nein, aber das müssen Sie sich doch mal überlegen. Penner machen uns hier einfach zu Pennern. Es ist unglaublich. Diese ganzen alten Fotos, da standen Sie mir vorne, haben Sie angeguckt, ne? Ganz einfach schnell weitergeht. Das interessiert ja nicht. Na, mehr habe ich nicht mehr. Ja, woher habe ich das wohl? Ne? Oder die ganzen Fotos vom Land. Ja, woher habe ich das? Da oben, was Sie da sehen. Habe ich jetzt die Vergrößerung. Ja. Da oben, ne? Was Sie da sehen. Ja, woher habe ich das? Na, die hätten aber mit sich gemacht. So, das Foto habe ich bloß gemacht, wo die Bäume da zusammengehen, da hinten. Da ist dann dieses Haus, mein Geburtshaus. Das Foto habe ich nur gemacht, das ist nämlich alles eben. Mein Haus konnte ich nie sehen. Was war da? Kies war da vorher. Schauen Sie mal an, wie schlecht das Blatt angewachsen ist. Natürlich waren wir eben nicht da, das wussten wir damals nicht. So, und das geht doch nicht. Sie können doch hier nicht einfach rumspielen. Jetzt halten Sie schön still. Ich bin noch lange nicht mit Ihnen fertig. Wir haben uns so an den Welt blamiert. Wir haben alle auf uns aufmerksam gemacht. Wir kriegen hier keinerlei Schutz. Man tut um uns nur drum. Das geht hier gar nicht. Und ich freue mich, dass ich schon längst kapiert habe. Wenn wir das gewollt hätten, hätten Sie schon vor 5 Jahren hier ein Böckchen gekriegt, sag ich mal so, ne? Damit das jeder versteht, ne? Mann, was denken Sie eigentlich? Was denken Sie, was man dafür Zutaten braucht? Da braucht man hier bloß im Supermarkt. Das kostet auch nicht mal 10 Euro, ne, Nadi? Eine Idee zu machen, ne, Nadi? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und ich musste mir hier dumm kommen lassen. Und ich bin bestimmt der zweitschlimmste gewesen. Nur Bin Laden war noch schlimmer, ne, Nadi? Natürlich war es bei mir geheim. Natürlich hat man bei mir nicht so viel Geld, so viel Kopfgeld ausgesetzt, ne, Nadi? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie man hier eiskalt versagt hat und die anderen auch vor mir gebaut hat. Und es ist unglaublich, wie man sich einfach da gegen Afghanistan und so aufhetzen lässt. Und das immer noch nicht begreift, was wirklich soll. Also ich bin so enttäuscht hier. Aber man sieht ja, was man mit uns hier einfach weiter macht. Man tut hier einfach weiter durch. Was haben wir
denn für Aufstände gemacht, dass wir Briefkasten kriegen? Eigentlich müssten wir das auch nochmal... ich muss mal kurz unterbrechen.